Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, das ist die Marktkapitalisierung von den Unternehmen mit Ausnahme von Nvidia, die in dieser Woche ihre Zahlen bringen werden. Und das sind mal gut 10 Billionen Dollar, die jetzt gewissermaßen im Risiko stehen. Wir haben ja eine beeindruckende Rallye gesehen bei diesen großen Tech-Werten. Und wenn man institutioneller Investor ist, dann muss man da mit. Da kann man nicht sagen, naja, eine Microsoft, die habe ich nicht gehabt, eine Nvidia habe ich nicht gehabt. Also alle sind da drin und das bedeutet natürlich ein gewisses Risiko. Was ist, wenn die hohen Erwartungen an diese Magnificent-Aktien nicht erfüllt werden? Dann, genau dann brauchst du eine Absicherung und deswegen sehen wir, dass an der Wall Street heute der VIX steigt, also das Volatilitätsbarometer. Offenkundig wollen diese institutionellen Investoren noch nicht verkaufen, aber sagen sich, naja, aber wenn was schief läuft, dann brauchen wir eine Absicherung, also kaufen wir Long-Kontrakte auf den VIX, also auf das Volatilitätsbarometer. Genau das sehen wir heute an der Wall Street, die einen langsamen, einen ruhigen Auftakt erstmal hat in diese Monsterwoche, denn es kommen ja nicht nur die Zahlen der großen Tech-Unternehmen, sondern wir haben auch die Fed-Sitzung am Mittwoch und wir haben viele wichtige US-Konjunkturdaten, die ein bisschen mehr Aufschluss geben können, ob wir ein Soft-Landing bekommen oder gar kein Landing oder doch ein Hard-Landing. Also es steht einiges zur Diskussion, zur Entscheidung an in dieser Woche. Hier sehen wir alleine Microsoft 3 Billionen, Apple mehr oder weniger auch 3 Billionen, Alphabet 1,9, Amazon 1,6 und dann Meta 1 Billion. Die werden also alle in dieser Woche ihre Zahlen bringen und vor diesen Mega-Events sehen wir weitgehend ruhiger, volumenarmer Handel, Indizes meist leicht im Plus in den USA, aber der VIX knapp 4% im Plus, der war schon mal deutlich höher, der ist zwischenzeitlich 15% gestiegen, da hat jemand also offenkundig in großem Umfang versucht, hier Kontrakte zu kaufen. Wie auch immer, hier sehen wir mal die Heatmap des heutigen Tages. Da sehen wir eine Microsoft, die im Plus ist, eine Apple ist dagegen im Minus, Google mehr oder weniger unverändert, Amazon im Plus, Meta im Plus. Auch die zuletzt verprügelte Tesla ist heute mal wieder im Plus, technische Gegenreaktion. Ansonsten, naja, jetzt nicht so das eindeutige Bild letztendlich an der Wall Street. Und was wichtig wird, das dürften vor allem die Zahlen von Microsoft werden, denn Microsoft ist so ein bisschen der Beleg dafür, dass in der Anwendung KI auch sich monetarisieren lässt, dass man also mit künstlicher Intelligenz auch wirklich Geld verdienen kann. Die Investoren wollen jetzt sehen, ja, da hast du etwa durch die KI-Instrumente, die du zum Beispiel in deine Suchmaschine integriert hast, da verdienst du richtig Geld damit. Der ganze Software-Sektor dürfte da letztendlich drauf reagieren. Also das ist vielleicht ein bisschen anders wie früher. Da hat man sehr stark auf Apple geschaut, wird man auch hinschauen natürlich sehr genau. Aber Microsoft ist der Wert, der zuletzt ja massiv gestiegen ist, Apple überholt hat und dementsprechend jetzt auch im Fokus sein wird. Hier sehen wir nochmal die Umsatzerwartungen. Amazon ganz oben, klar. Die haben natürlich eine viel schlechtere Marge, da wird ja viel verkauft, viele kaufen über Amazon irgendwelche Produkte, aber eben auch Microsoft im Fokus, Alphabet, Meta, diese großen Firmen. Aber eine Sache, die heute auffallend war, fand ich, die nicht groß berichtet wird, die aber interessant ist, in Italien haben Gesetzgeber gesagt oder hat ein Gericht gesagt, also ChatGPT verletzt Privatsphärenrechte, weil man eben Daten mit inkludiert. Es ist ja auch die von Privatäußerungen von Menschen oder von Äußerungen auf sozialen Medien. Es ist ja auch so, dass die Verlage sagen, hey, das, wie die New York Times zum Beispiel, ihr nutzt unsere Texte für eure KI, das kann nicht sein, dafür wollen wir Geld haben. Also da wird sich noch zeigen, ob KI in der jetzigen Form wirklich die große Cash-Cow ist, die ja praktisch schon eingepreist ist von der Wall Street. Und wie das eingepreist ist, das sehen wir hier. Es ist im Grunde bei den anderen 493 Aktien im S&P 500 ist die Gewinnerwartung immer weiter nach unten genommen worden. Nur bei diesen großen Aktien ist das nicht der Fall. Am Dienstag ja Microsoft und Alphabet. Wichtig auch AMD, das ist sozusagen auch KI-Euphorie pur. Die müssen auch liefern und dann haben wir am Freitag eben Amazon noch und Meta und vor allem Apple, die ja auch zuletzt wieder gestiegen sind, obwohl der Umsatz rückläufig ist, obwohl es Abstufungen gegeben hat, aber
Wir werden sehen, wie die Zahlen da kommen. Und wir haben natürlich noch diese ganze Konjunkturgeschichte. Soft Landing, ja, nein. Wir haben am Freitag die großen Arbeitsmarktdaten. Aber wir haben auch den ISM-Index, Manufacturing. Wir haben die JOLTS-Zahlen, also den JOLTS-Report, die Anzahl der offenen Stellen, auch sehr stark beachtet derzeit von der Wall Street. Wir haben dann auch noch Treasury Refunding, also wie stark wird das Volumen der Anleiheemissionen, also der Schuldenaufnahme steigen der Amerikaner. Auch das kommt am Mittwoch. Manche sagen sogar, das hat mehr Potenzial, die Märkte zu bewegen, weil es vor allem die Anleihemärkte stark bewegen kann. Und damit die Renditen und damit indirekt wieder die Aktienmärkte als etwa die FED-Sitzung. Interessante Theorie, aber eins ist klar, wir sehen jetzt wieder sehr starken Optimismus. Der Bull and Bear Indicator von Bank of America springt jetzt auf 6,0. Das ist der höchste Stand seit Juli 2021, weil man sagt, ja, Aktienmärkte, da sehen wir gute Marktbreite. Wir sehen strong credit technicals und so weiter und so fort. Also es ist jetzt so, dass da eben viele mit an Bord sind bei dieser Rallye, gar keine Frage. Und vor allem Hedgefonds sind ziemlich dick an Bord. Da sehen wir hier mal die Gross Leverage, also praktisch die Hebelung, die Hedgefonds hier haben. Das ist mit jetzt kurz vor dem Allzeithoch, das wir erreicht hatten, Anfang 2021. Da begann ja nochmal eine Rallye, die dann eben Anfang 2022 endete. Seitdem sehen wir, dass hier wieder mehr gehebelt wird. Also es geht um was und es geht eben auch um die Frage, naja, Wirtschaft, ist das wirklich so, dass die Fed die Zinsen senkt, wenn die Wirtschaft ja stabil bleiben sollte? Und das erwarten sehr viele, zum Beispiel die Bank of America erwartet das. Die sagt hier, die Credit Investors, also die, die zum Beispiel Junk Bonds kaufen, die Anleihen kaufen, die werden immer optimistischer. Wir sehen, dass die Erwartung, dass es Insolvenzen gibt, zurückgehen. Recession Concerns moderated, also weniger Rezessionssorgen, eine Mehrheit erwartet jetzt ein Soft Landing. Das Modell der New Yorker Fed allerdings sieht eine Wahrscheinlichkeit von 63%, dass es bis Ende des Jahres 2024 eine Rezession gibt. Und wir haben heute jetzt mal ein Konjunkturdatum aus der zweiten bis dritten Reihe gesehen, nämlich Texas Manufacturing Index, und der ist geradezu abgestürzt mit minus 15,4. Hier sagt man, wir haben Stagflation, wir haben also weiter hohe Kosten jetzt auch und gerade für Rohstoffe, wir haben hohe Arbeitskosten. Wir haben Schwierigkeiten, gute Leute zu finden. Wir haben Probleme an der Grenze. Das ist ja ein großes Thema in den USA, gerade in Texas, wo die Biden-Administration mit Texas zusammenstößt. Andere Bundesstaaten solidarisieren sich mit Texas. Und hier auch ein Kommentar aus diesem Dallas Fed Manufacturing Index, der sagt, also wir bemerken überhaupt nichts von diesen Zinsanhebungen, die haben die Nachfrage überhaupt nicht gesenkt. Also da ist jetzt eben die Frage, wir haben nach wie vor offenkundig Preisdruck, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass Manufacturing weiter ein Problem hat. Und so sagt Dominic Constant von Mizuho, also es ist ja jedes Mal so vor einer harten Landung, dass du denkst, es ist eine softe Landung, und erst dann merkst du irgendwann, okay, aus der soften wird eine harte Landung, da bin ich mir ganz sicher. So sagt er das, anders als etwa Goldman Sachs, die sagen, hey, also wir gehen davon aus, dass das erste Quartal 2024 so bei plus 2,8% BIP-Wachstum sein wird, auch den immensen Ausgaben der beiden Administration sei Dank, die deswegen ja eben das Anleihevolumen wahrscheinlich erhöhen muss. Manche sagen sogar, es wird gar kein Landing geben, also die Wirtschaft wird stark bleiben, aber auch die Inflation, der Inflationsdruck daher eben bestehen bleiben. Vielleicht werden wir nach dieser Woche ein bisschen mehr wissen. Und wie es mit der Inflation weitergeht, das könnte auch davon abhängen, und mit der US-Wirtschaft, wie jetzt Biden auf diese Tötung von drei amerikanischen Soldaten reagiert und mehr als 30 da ja verletzt worden bei dieser Drohnenattacke. Man hat Biden jetzt offenkundig alle Optionen gezeigt. Das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen. Welche wirst du auswählen? Biden muss also jetzt die Entscheidung treffen. Das könnte eine der wichtigsten Entscheidungen seiner Amtszeit bisher sein. Denn für ihn steht ja auch Wirtschaftswachstum auf dem Spiel. Er will die Wahlen nicht verlieren, auch wenn es derzeit nicht wirklich gut für ihn aussieht.
Er will nicht natürlich einen vollständigen Krieg gegen die Iraner, aber er muss in irgendeiner Form ein Zeichen setzen, sonst würde er praktisch Schwäche zeigen. Also das wird ein wichtiger Punkt auch für die Märkte. Wir haben andererseits Meldungen hier, zum Beispiel BYD mit eher schwachen Zahlen. Das hat die Märkte enttäuscht, die BYD-Aktie unter Druck. Tesla, wie gesagt, heute im Plus, aber einige aus dem Aufsichtsrat dürften Aktien verkaufen oder dürfen jetzt Aktien verkaufen. Das wurde angekündigt, ab heute dürfen sie das tun. Die Aktie von Tesla, wie gesagt, heute zur Abwechslung mal wieder im Plus. Und wir hatten ja aus China Evergrande, Heads for Liquidation in Property Crisis Milestone, wie Bloomberg tituliert. Also Evergrande wird offenkundig abgewickelt, unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt. Und da haben ein paar Giganten wie BlackRock, HSBC und UBS haben ja Schulden von Evergrande gekauft. Die könnten also da ziemlich schmerzliche Verluste erleiden. Da darf man gespannt sein, wie diese Geschichte sich entwickelt. Und auch Europa hat Magnificent Aktien. Das sind die beiden Schwergewichte derzeit, Novo Nordisk und LVMH, die Franzosen. Novo Nordisk, ja, diese dänische Firma. Also man könnte, wie Michel Aoué das sagte, sagen, die beiden erfolgreichsten europäischen Unternehmen verkaufen Medikamente an fettleibige Amerikaner oder eben man verkaufte Koffer und solche Geschichten an Chinesen. Viel mehr haben wir nicht zu bieten. Das ist jetzt nicht absolute KI, kann man sagen. Das ist vielleicht bei Biotech, bei Novo Nordisk irgendwo KI oder zumindest Biotech ist ja schon mal was. Aber wir sehen, wie weit Europa da zurück ist. SAP immerhin ein Tech-Konzern aus Deutschland, der ein bisschen was noch auf die Waage bringt. Wie wird es weitergehen mit Deutschland und seiner Wirtschaft und vor allem der Inflation? Deutschland dürfte weiter von den großen Ländern die höchste Inflation haben durch die Maßnahmen der Bundesregierung, die die Kosten der Sparmaßnahmen an die Konsumenten weitergibt. Es gibt sehr unterschiedliche Signale derzeit aus der EZB. De Guindos, der Vizechef, sagt, ja, die Entspannung bei der Inflation, der werden wir Rechnung tragen. Casimir dagegen sagt, also vor Juni werden wir eher nicht senken. Lagarde hatte ja gesagt, ja, im Sommer können wir darüber reden, aber jetzt noch nicht. Aber die Märkte sagen sich, lass sie reden. Wir preisen schon mal eine Zinssenkung schon sehr bald ein. Und deswegen sehen wir Euro-Schwäche. Der Euro dürfte im Januar so schwach sein wie zuletzt im September. Und das Problem ist auch bei diesem Ansatz der EZB, dass sie einerseits sagt, ja, wir sind datenabhängig, auf der anderen Seite aber, wie Lagarde eben einen Termin nennt, Sommer. Also wenn die Inflation jetzt wieder steigen sollte, vor allem in Deutschland, was macht man dann? Wie wird man da vorgehen? Das beißt sich ein bisschen, ist widersprüchlich und viele EZB-Mitglieder widersprechen sich derzeit. Man ist offenkundig sehr uneinig, die Märkte sind sich einig. Im April spätestens wird es der Fall sein. Hier ist eine volle Zinssenkung bereits, wie wir hier in dieser Grafik sehen, komplett eingepreist. Und unabhängig davon eben auch die wirtschaftliche Entwicklung etwa in Deutschland. Wir sehen jetzt, dass Signa komplett im Chaos versinkt. Das ist ein richtiger Scherbenhaufen, der sich hier abzeichnet und das könnte Folgewirkungen haben. Eine davon sehen wir, das war erwartet worden, KDW-Gruppe stellt Insolvenzantrag. Das betrifft auch das Alsterhaus in Hamburg oder Oberpollinger in Minge. Aber vor allem diese Signa-Insolvenz könnte bedeuten, dass weiter Druck auf den Immobiliensektor im gewerblichen Bereich ausgeübt wird, dass da die Preise weiter nach unten rutschen, auf der anderen Seite Arbeitsplätze weiter verloren gehen. Wir sehen ja schon einige große Konzerne, die Stellen abbauen. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Der Euro fällt, weil die EZB sich unklar ausdrückt und die Märkte einfach die Entscheidung für die EZB schon mal treffen. Eine Senkung ist im April voll eingepreist. Wieso, warum, weshalb erfahren Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung und nochmal der Hinweis auf morgen Abend das Webinar mit Giovanni Ciccivelli und Jens Czernowski. Morgen Abend deswegen kein Markeflüster, weil 19 Uhr Webinar. Wer sich da anmelden will, der kann das mit diesem Link. Ansonsten wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Servus, ciao.